schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und heute zeige ich euch den Turbo Scrub Pro. Den könnt ihr auch bei Genius kaufen. Das heißt für euch, ihr könnt meinen 10% Gutschein nutzen, den ich euch unter dem Video verlinke, wenn er euch denn gefällt. Ihr seht, der sieht noch schön sauber aus. Das heißt, ich teste ihn wie immer zusammen mit euch. Dann seht ihr direkt, ob das Gerät sein Versprechen hält, nämlich, dass er uns Arbeit abnimmt durch die rotierende Bürste. Die hat zwei Laufstärken, High and Low, und hat noch weitere Aufsätze, und zwar folgende. Einmal hier noch so ein Puschelaufsatz, so eine Spitze hier und nochmal so eine kleine runde Bürste. Hier seht ihr die im Vergleich. Die hat so 12 cm, würde ich jetzt pauschal schätzen, und die hat so 5 bis 6. Außerdem gibt es hierzu noch eine Verlängerung, weil damit komme ich ja nicht so weit. Ihr habt hier einen Clipverschluss, dann könnt ihr das einmal auseinandernehmen, die Verlängerung einfügen und wieder zusammenstecken. Und dann habt ihr hier eine gute Weite und könnt bis zur Decke hier ohne Probleme dran. Das Gerät ist akkubetrieben. Hier habt ihr eine wasserfeste Schutzkappe und hier die Ladebuchse für das Ladekabel. Ich mache es mir immer beim Putzen gerne einfach, deswegen will ich wissen, bringt das Gerät das, was es verspricht? Kann ich damit mein Badezimmer besser und schneller putzen, als es ohne der Fall wäre? Genau das probieren wir jetzt aus. Achtung, fertig, los! In so einem schmalen Bad ist es nicht so einfach zu filmen, deswegen sitze ich jetzt in der Wanne. Wir werden einmal hier die Armaturen gleich machen, dann kriege ich gerade von oben Wasser. Dann natürlich hier die ganzen Ablagen, wenn ich das hier wegnehme, das zeige ich euch gleich, ich erkläre es euch nur vorher. Dann hier die ganzen Fliesen will ich gerne einmal abschrubben. Und natürlich oben die Regendusche, die ich habe. Wir fangen von oben nach unten an, das ist immer das Sinnigste, damit der Staub oder der Dreck nicht nachher wieder unten ist, wenn man dann oben zugange ist. Als erstes räumen wir jetzt alles weg, was stört, wie die Shampooflaschen etc. und sprühen das einmal ein. Ich nehme jetzt hier einfach den Kalk- und Schmutzentferner, dann habe ich schon mal eine ablösende Wirkung. Muss eben nicht selber schrubben, sondern das soll dann das Gerät für mich übernehmen. Ich bin gespannt. Wie vorhin schon erwähnt, fangen wir oben an, einmal mit dem Duschkopf. Dann gehen wir hier über die Fliesen und die Armaturen, gehen wir dann runter und machen hier alles fertig. Und jetzt gucken wir mal, was da tatsächlich an Schmutz da ist. Und da habe ich einen wunderbaren Schmutzfleck gefunden. Da, wo gerade noch dieses Teil stand mit den Shampooflaschen, das ist richtig schön schmutzig. Und da wollen wir sehen, funktioniert das? Da freue ich mich jetzt sogar mal, dass es dreckig ist, um dann euch das auch zeigen zu können. Und hier die ganz normalen Verschmutzungen in der Wanne. Auch hier packen wir einmal den Vorhang zur Seite. Hier ganz normal Staub, der geht ja auch so weg von den Handtüchern, die da hängen. Aber hier eben auch die Kalkablagerung hier dran und so weiter. Wir fangen oben an. Ich sprühe jetzt erstmal alles mit einem Kalk- und Schmutzentferner ein. Ihr könnt es mit eurem Reinigungsmittel der Wahl einsprühen oder einfach nur mit Seifenwasser oder mit sonst irgendwas. Für die großen Flächen, also die Fliesen, werde ich definitiv die große Rundbürste nehmen. Da kann ich dann gleich hier richtig schön dran. Hierfür wahrscheinlich auch, ja, das sieht gut aus. Man muss ja erstmal gucken, was man womit putzt. Und ich werde erstmal mit dieser starten und sehen, wie ich weitermache. Die mache ich aber auch einmal nass. Dran denken, wenn das zu sehr plätschert, dann geht das auch ins Auge. Vielleicht doch einfach nur mit Spüliwasser reinigen. Vielleicht ist das dann besser. Jetzt muss ich ja einmal von oben, dann nützt mir die Verlängerung auch nichts, weil ich muss ja hier oben dran kommen. Jetzt werde ich wahrscheinlich schon wieder nass gespritzt hier, weil ich direkt dabei stehe. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ausrutsche auf dem Nassen. Also es macht definitiv schon mal Spaß, weil man sieht irgendwie, dass na, mit dem Reiniger ist nicht so schön. Tut euch selbst einen Gefallen und nehmt was anderes. Puh.
Ihr könnt jetzt die Hand hier einfach so ein bisschen zum Führen nehmen oder eben die, wenn ihr dann in die Richtung geht. Hier kann ich einmal auf die Puschelbürste wechseln, weil man hier nicht so gut reinkommt. War ja auch ein bisschen nass. Einmal abschlackern hier. Und da kommen wir dann jetzt auch schön da rein. Muss ich euch hier erstmal überhaupt näher ranholen? Die ganzen Verschmutzungen hier, der ganze Kalk, damit ihr den auch vorher seht. Und auch hinten die Ecke, da zoome ich euch dann auch mit dabei. Und hier ist ja auch immer Dreck hinter, dann nehmen wir gleich die Spitzbürste für. Jetzt mache ich erstmal hier mit weiter, weil dann komme ich ja so ein bisschen überall dran. Wir wollten ja eigentlich von oben nach unten gehen, jetzt muss ich wieder die Bürste wechseln. Wenn man dann erstmal weiß, welche Bürste man wofür braucht, dann macht man natürlich erst mit der einen Bürste alles zu Ende und später mit der anderen. Aber ich möchte euch heute auch alles zeigen, also nehme ich jetzt hier die kleine. Probiere ich auch die Spitzbürste einmal aus. Rüber in die Ecke. Da würde ich jetzt erstmal wieder die große Puschelbürste nehmen. Jetzt nehmen wir dann noch mal die kleine Spitzbürste für den Rand. Und die nehmen wir jetzt auch hierfür, für den Abfluss. Da seht ihr mal, wie viel Dreck da drunter ist und mit der Bürste bekommt ihr den eben auch mal raus. So, und dann könnt ihr jetzt hier auch einmal durch die Wanne gehen. Für die geraden Flächen nehme ich nochmal den geraden Aufsatz. Und das machen wir natürlich auch sauber. Wir probieren das jetzt erstmal einmal mit dem großen. Das ist vom Duschen richtig schmutzig, muss ich jetzt allerdings in der Hand halten beim Reinigen. Ich habe es für euch jetzt auch extra vorher dreckig gelassen und nicht wie in vielen Videos wird es gezeigt, das ist schon sauber. Ich brauche kein sauberes Bad putzen und euch das zeigen, deswegen seht ihr, wie es tatsächlich schmutzig aussieht, so wie es bei jedem eben mal aussieht. Und hier in diese unteren komme ich anscheinend nicht rein, ich probiere es trotzdem nochmal. Also da muss man dann doch nochmal Hand anlegen und die inneren Vertiefungen, aber das andere, wenn ich das gleich abgespült habe, wird das wechseln. Hier holen wir natürlich die Haare noch raus. Keine Kratzer, das ist natürlich auch wichtig. Bei der Gelegenheit spülen wir auch die Bürsten direkt ab. Am schmutzigsten ist tatsächlich die kleine, weil die wirklich den Schmutz da rausholen konnte. Und ihr seht, wenn ich das jetzt hier einmal trocken mache, das ist richtig schön sauber geworden. Es blitzt und blinkt. Der Kalk ist weg. Und die Ecke hier hinten gucken wir uns auch nochmal an. Da sieht man jetzt so leichte gelbliche Verfärbung. Die versuche ich jetzt nochmal wegzuschrubben. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, aber der Rest ist richtig schön sauber geworden. Mein Fazit zum Turbo Scrub Pro. Er macht einen richtig guten Job. Er erleichtert mir das eine oder andere. Ich brauche mich nicht so tief reinbücken in die Wanne, beziehungsweise ich brauche mich gar nicht bücken. Ich kann das alles aus dem Handgelenk machen. Ich komme oben gut dran. Andere Leute haben ja eben oben auch Fliesen und müssen bis zur Decke. Das klappt mit der Verlängerung dann eben richtig gut. Und die verschiedenen Bürstenaufsätze sind echt praktisch für die verschiedenen Details.
Also alles in allem kann ich sagen, der macht richtig Spaß und hat mir die Arbeit erleichtert. Ob man das Gerät braucht, ist eine andere Sache. Weitere Videos werden wahrscheinlich noch folgen. Bis dahin, eure Sophie.